Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included. Natürlich wieder hier in unserer hoffnungslosen Kolonie. Es geht weiter. Wir haben hier jetzt immer noch Hoffnung, dass denn das demnächst irgendwann mal leer gepumpt ist hier, ne? Ja, es ist langsam nervig, muss ich jetzt schon selber schon sagen, darauf zu warten. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich wieder mal tricksen mit dem Debug-Mode, aber ich möchte es eigentlich nicht, ne? Man muss es ja normalerweise auch so machen können, ne? Ja, ihr seht es aber, es dauert und dauert und dauert. Ich habe mir auch mal zwischenzeitlich was überlegt. Ich hätte auch hergehen können, da gab es doch hier unter Sauerstoff diese Luftreiniger. Die saugen einfach ja den CO2 ab und machen daraus dreckiges Wasser. Also das wäre auch gegangen. Man braucht natürlich dann wieder sauberes Wasser, aber ja, komm. Machen wir jetzt noch nicht lange rum. Ah ja, stimmt, wir waren ja hierbei. Wir müssen hier mal kurz aufmachen. Wenn erreicht, wenn wir ein Ziegel abbauen. Das wäre toll. Da müssen wir da nämlich nicht ganz. Ich habe ja gesagt, etappenweise. Das ist fertig hier, das Rohr. Alles klar. Das heißt, wir können hier die Bunkerziegel wieder reinbauen. Oder den Bunkerziegel und dann den Außenziegel. Ja gut, das müssen wir jetzt natürlich hier wieder etappenweise machen. Ah, das hat funktioniert, hier das zu bauen. Dann kann ich ja hier die Leiter demontieren wieder. Ich meine, da müssen wir auch mal gucken, was wir mit dem Zeug dann am Ende machen, was da dann an Dreck rauskommt, ne? So, hier können wir jetzt Material reinräumen. Und zwar angereichertes Uran. Ja, doch, da passiert ja nichts. Ich habe mir nur gerade überlegt, wenn das dann warm wird, dann würde das ja wieder Hitze reinbringen. Nee, das ist ja hier sowieso verbaut. Wo ist denn das drin? Ist das unter Metall? Ne, nur abgereichertes Uran. Wo ist denn das denn drin? Verbrauchbares Erz. Nö. Das ist ja eigentlich kein Erz, ne? Verflüssigbar, verschiedenes. Hä? Kommt das vor? Verflüssigbar wird es ja nicht sein. Nö. Ich meine, man kann eigentlich jeden Stoff verflüssigen, wenn man so will, wenn es nur heiß genug ist. Seltene Ressource vielleicht. Nö, auch nicht. Ein Rohmineral wird es auch nicht sein. Nee. Hä? Bin ich jetzt doof? Kann man das jetzt wieder nicht hier reinräumen? Aber das muss doch hier einstellbar sein. Metallerz. Uranerz, jawohl. Industriell vielleicht? Nö, auch nicht. Hergestelltes Material wahrscheinlich. Ah, okay, das ist ja sehr merkwürdig. Naja gut, das ist schon, ja, im weitesten Sinne stimmt es, aber naja gut. Machen wir eine 7 drauf. Dann können wir hier angereichertes Uran, das steht dann schon auf der Schiene natürlich zum Teil. Streng genommen hätten wir dann sagen können, ja gut. Wir machen die Schiene hier unten drunter in den Ziegel wieder rein, ne, ja. Gut, der Ziegel isoliert ein bisschen, aber strahlt ja nicht. Mir geht es eigentlich nur um die Strahlung. So, wie schaut es denn aus? Ja, die Pumpen hier gehen jetzt immer wieder mal auf Vakuum, aber es ist ja noch kein Vakuum. Es hätte vielleicht auch geholfen, wenn ich hergegangen wäre. Es hätte zum Beispiel hier die Ziegel noch nicht zugebaut, oder? Weil es muss jetzt praktisch hier und darum praktisch hier rumreißen, das Ganze. Ja, oder wir tun es tatsächlich mal so machen, dass wir hier einfach die Gaspumpe nochmal umsetzen hier. Das können wir noch probieren. Wenn man die mal dahin setzt und dahin setzt. Ein bisschen auseinander hier. Und Gasbrücke. Das passt zufälligerweise. Haha, ich habe doch so gebaut, dass es passt. So. Ja, ich bin ja mal wieder einer, ne? So, so. So, Ström. Ström, Ström, Ström. Leiterkabel. Hat nichts mit der Leiter zu tun. Haha. Auch wieder so ein kleiner Wortschatz, ne? Ja. So, okay. Dann machen wir das mal so.
Ja gut, das ist... Na komm. Man muss nochmal da eine Leitung her. Ich hätte jetzt auch von da oben kurz kommen. Aber da hätte ich jetzt eine Brücke gebraucht. Da hatte ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Ja, hier, die Blöcke hier sind ja isoliert hier. Also diese durchreichen Dinger da für den Starkstrom. Da hat es also keine Verbindung. Das will ich immer mal wieder für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die jetzt zum Beispiel da jetzt ins Spiel so reingestellt sind, die Folge hier, ne? Ja, das will ich mal dazu nochmal sagen, dass die tatsächlich keine Verbindung herstellen dann. So, dann können wir im Prinzip... ich überlege gerade, ob wir hergehen wollen, zum Beispiel die Pumpen hier da am Anfang. Das macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Die können wir zum Beispiel auch schon demontieren, wenn wir das wollten, ne? Aber wir lassen es jetzt erst einmal hier. Wir lassen uns drauf ankommen. Ich meine, der Strom wird uns nicht um die Ohren fliegen, oder? Potenzielle Last, aktuelle Last. Ja, nee, der fliegt uns nicht um die Ohren. Okay, alles klar. Gut. Ja, ich will heute mal wieder was machen und ich will ja nicht wieder hier ohne... will nicht wieder eine Urlaubsfolge bauen hier sozusagen. Ja, auch im Sommerloch wird es bei mir Unterhaltung geben auf jeden Fall hier, ne? Ja, draußen ist es heiß. Da vergeht man. Da macht man am liebsten Indoor-Tätigkeiten. Am liebsten geht man in den Keller, in den Gefrierschrank rein oder so. Ja, wobei das wahrscheinlich mit der Zeit dann zu kalt werden würde, ne? Okay. Lalalala. Ach ja, wir wollten mit der Experimentalsat hier mal fliegen wieder. Und zwar müssen wir uns da jetzt mal ein Plätzchen aussuchen. Am liebsten möchte ich natürlich zu dem Planetoiden fliegen, wo dieser, wo es dieses Isoresin gibt hier. Also da gibt es ja diesen ominösen Baum sozusagen, der Harz rauslässt. Ich weiß noch nicht genau, wo der ist. Ist der auf dem Kiel? Kann man das denn sehen? Da gibt es einen Wolfram-Vulkan, okay. Chlorgasschlot, Wasserstoff und heißer Sauerstoffschlot. Ich meine, gut, für den Sauerstoff wäre gesorgt. Naja, gut, verschmutzt. Naja, Sumpf, Dschungel, Magma, Weltraum. Ja, okay, das gibt keinen Hinweis drauf. Planetoid untersuchen. Ah, da haben wir mal einen Robby drauf gehabt, einen Rover. Das heißt, ein bisschen Metall haben wir schon. Das ist jetzt nicht die Welt. Da hätte er zum Beispiel ein Artefakt. Hier hätten wir noch ein Artefakt. Das wären schon zwei. Das sehen wir noch nicht hier. Da haben wir einen Vulkan. Okay, da haben wir noch mehr Vulkane oder Geysire. Da haben wir, unten den Wolfram-Vulkan. Dass der aber noch nicht hier voll gemacht hat, den Vakuum. Ach, nee, der ist ja vergraben, alles klar. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Ah, da wollen wir eigentlich nicht hin, höchstens wegen den Artefakten halt mal, aber ja, ansonsten brauchen wir dann nicht großartig was. Das wird man mal in Angriff nehmen, aber nicht jetzt gleich. Ich möchte tatsächlich den Isoresin haben, weil da wollen wir was machen mit, auch auf jeden Fall. Das ist jetzt schon ewig, dass ich das nicht gezeigt habe oder nicht zeigen konnte. Okay, dann ist der nicht auf dem Kiel. Aber ich weiß, dass wir den haben. Vatolin ist ja schon ausgegraben. Salina Grossista. Moment mal. Ist der auf Casino vielleicht? Da gibt es hier Weltraumkühe. Chlorgaschlot. Mu. Okay, ja, da gibt es die Kühe, die Erdgas produzieren. Ja, da sehen wir aber leider nichts. Unbekannt. Ja, da sehen wir mit dem Rover auch nicht groß in die Oberfläche reinkommen, weil da alles zu hart war zum Graben. Ah. Ja, es ist... ja, es ist ein Wunder, dass da überhaupt noch ein paar Kühe leben. Ne? Gut, man weiß auch nicht, wie die sich reproduzieren. Das passiert einfach irgendwie. Da müssten wir hier auf gut Glück hin. Also hier sehen wir auch schon wieder zwei Artefakte stehen. Aber auch nur zwei, das wären jetzt schon mal vier. Gut, wir wissen nicht, ob da noch mehr sind. Ja, dann wird man hier hinfliegen. Also, ja. Da brauchen wir auf jeden Fall. Da müssen wir mal schauen, wie ist denn die Oberfläche hier. Gut, das müssen wir hier ein bisschen anpassen hier.
Na, ich tue halt jetzt Plan dafür, wenn ich hier was abwerf, ne? Dann muss ich das Material ja auch auspacken. Und der Duplikant hat ja nur begrenzt Sauerstoff in seinem Anzügle. Und wir haben hier nämlich nur Erdgas. Erdgas, Erdgas. Ja, hier ein bisschen verschmutzter Sauerstoff. Das ist aber nicht die Welt. Hier auch ein bisschen was. Verschmutzter Sauerstoff. Ja gut, wahrscheinlich, weil hier Fleisch vergammelt ist oder beziehungsweise... Ne, das ist Chlor. Okay, ja, da wird man wahrscheinlich hier hinfliegen. Fleischstein. Mein Essen gäbe es hier ja. Also Fleisch, wenn man essen würde, dann sozusagen, ja, es würde gehen. Das müsste hier auch konserviert sein, oder? Frisch, tiefgefroren, sterile Atmosphäre. Also das heißt, es wird nicht vergammeln. Okay, dann müssen wir mal hier hinfliegen. Ich würde sagen, wir fliegen nach Casino. Also nicht Casino, sondern Casino mit G. Mit G. Mit G. Ich bin mir auch nicht sicher. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planetoiden. Gibt es nicht mittlerweile 9 Planetoiden jetzt im neuen Spiel oder täusche ich mich da? Ja, ich habe halt wieder einen alten Spielstand. Ich wollte halt nicht... Ich habe das zwar geschrieben, es kann sein, dass man mal neu anfängt, aber ja, ich wollte es eigentlich vermeiden, ne? Weil wir jetzt eigentlich schon so weit sind und... Ja, bei mir das ja ziemlich gemütlich hier abgeht. So, Soylina. Dann wollen wir doch einmal ein Paket machen hier. Also wir können ja mit der Rakete nichts abwerfen. Das heißt, wir könnten schon, wir müssten das Modul hier einbauen, aber da müssen wir da Abstriche machen. Das will ich ja nicht, ne? Ja, aber wir haben ja hier unser schönes Interplanetar-Abschussding hier. Und wenn die Teile richtig schön fliegen, dann ist es gut. Ansonsten haben wir, naja gut, haben wir kein Problem, aber es ist dann ungeschickt. So, ändern. Wir wollen bitte nach Casino schießen. Jawohl, da wird sich auch in den Bereitschaftsmodus versetzt. So, jetzt müssen wir was gucken. Ich habe eine Mod installiert, wo eigentlich was können soll, aber das scheint mit den Dingern nicht funktionieren. Ja, muss ich mal nochmal genauer angucken, mir das Ganze. So, mal kurz meine Räusper-Taste hier verwendet. Ich will hergestelltes Material schicken, und zwar Stahl. Und das ist nicht Schal. So. Grenze. Wie viel brauchen wir denn? 800 brauchen wir, glaube ich, für so eine Plattform. Gut, durchs Landemodul kriegt man, glaube ich, 200 zurück. Aber ja, was soll der Geiz? Wir schicken da einfach mal 740 auf jeden Fall erstmal einstellen. Weil wir müssen immer berücksichtigen, hier ist ja noch so ein... Also auf der Kette sozusagen ist ja immer noch 60 Einheiten drauf gespeichert. Da zurücksetzen. Ich will jetzt aber nochmal kurz gucken, weil der hat es anhand von so einem orbitalen Frachtmodul gezeigt gehabt. Den Mod hier. Ah, Enable Pensioniert Storage gibt es hier eine Taste. Das kann ich aktivieren. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier was auswählen. Ja, zum Beispiel... Ich sag einfach mal Glas. Und dann kann ich hier oben einstellen, wie viel Glas ich da reinladen will in Kilo. Ja, also das kann man jetzt hier mit diesem... passioniert Storage praktisch Mod hier einstellen. Ich hätte aber gedacht, dass das auch mit anderen Sachen funktioniert, wobei ich mir natürlich wieder verguckt haben kann. Ich meine, es muss nicht mit dem Beladern funktionieren. Das hat hier keine Taste, okay. Damit geht es also schon mal nicht. Geht es mit dem hier? Abgereichertes Uran haben wir hier reingestellt, okay. Weil das, glaube ich, ausgast. Ja, da geht's auch. Perfekt. Ja, das heißt, wir können jetzt praktisch hergehen, hier Sachen einstellen und dann nur bestimmte Mengen praktisch reinmachen. Geht es damit bei dem Mod? Ne, es ist ja schon ein Mod-Teil, aber da müssten wir hier nämlich noch ein siebtes Feld hinzufügen, da wird es aber eng. Also hier geht's genauso. Das habe ich mir schon ewig gewünscht. Aber wahrscheinlich geht's hier nicht, oder?
Nee, da geht's nicht. Oder? Nee. Da gibt es keine Taste für. Nee, leider nicht. Schade. Da wäre es halt sehr praktisch gewesen, wenn man da eingestellt hätte, ja, man möchte so und so viel Gas praktisch hier reinladen. Aber okay. Zumindest ein Teilerfolg ist es, dass es schon bei Feststoffen hier geht. Auf jeden Fall bei Lagercontainern. Beim Kühlschrank geht es, glaube ich, auch nicht. Warte mal, wo haben wir den Kühlschrank stehen? In der Krankenstation müsste einer stehen. Doch, da geht's auch. Ah, schau, da gibt es nämlich jede Menge. Okay, also da wird es auch gehen. Da können wir jetzt nämlich einstellen, ja. Ich möchte so und so viel Strahlungstabletten, so und so viel Heilpillen. Ja, dass das hier von Haus aus eigentlich nicht im Spiel mit drin ist. Das finde ich eigentlich so schade, dass es tatsächlich erst wieder ein Modder hier sozusagen irgendwie mal entwickeln musste, dass es hier nicht reingefunden hat. So, hier habe ich übrigens das Wasser deaktiviert, weil ich nicht wollte, wenn hier zum Beispiel Auto entleert wird. Aber mittlerweile kann ich das. Ich muss mal kurz nachschauen. Mittlerweile kann ich das ja wieder deaktivieren, oder? Nee, doch noch nicht. Wir haben das immer noch nicht alles hier. Salzwasser. Salzwasser, warte mal, Salzwasser, Salzwasser tun wir aber entsorgen normalerweise. Hier nicht, hier kommen wir nicht rein. Wo ist denn? Hier oben haben wir einen Ausgeber. Was haben wir eigentlich hier reingeschmissen? Ich glaube Soleis oder so, was hier. So, was ist hier alles eingestellt? Salzwasser, Sole, okay, passt. Aber weil wir halt nur einen haben, ne? Autoabfüllung ist aktiviert, also müsste Salzwasser hier auch geliefert werden. Ja, das geht jetzt halt nur sehr langsam, weil wir, wie gesagt, nur einen solchen, so einen Hahn haben hier. Ja. So schaut's aus. Na, dann lassen wir es halt noch ein bisschen an. Also, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Wir brauchen jetzt auch kein Wasser hier mittlerweile mehr. Ja, doch, das stimmt aber nicht. Wir brauchen schon Wasser zum Beispiel für Tofu, ne? Für Tofu brauchen wir es, glaube ich. Ja, hier fehlt nämlich jetzt Wasser. Ja, da müssten wir eigentlich mal... ja, das muss nämlich hier mal angeschliffen werden. Aber das Problem wäre ja zum Beispiel im Wasser, dass das zum Beispiel hier drin nicht reintun konnten, weil es ja hart wird dann zu Eis. Aber hier können wir doch theoretisch... Gut, hier haben wir doch diese Schmutzwasserleitung. Es gibt doch hier einen Abfüller. Also es gibt doch hier Sanitär. Der Bottle Inserter. Ein Bottle Filler gibt es nämlich hier. Das ist auch zusammen mit dem Mod hier zusammen. Also es gibt ja diesen normalen Gaskanister Füller, ne? Ich meine, dass es hier nicht so einen Flaschenfüller gibt hier tatsächlich, das finde ich auch schade. Das ist, sieht ja aus wie der Gaskanisterbefüller. So, wo hat denn das seinen Anschluss? Unten. Na, das ist unpraktisch. Aber da Schmutzwasser mit dann ansaugen. Ja, da müssten wir das Schmutzwasser... Ja, da müssen wir halt die Brücke einbauen. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo ich denn überhaupt sauberes Wasser herbekomme dann wieder hier. Das ist wieder die große Frage. Wobei, wartet mal, das ist verschmutztes Wasser. Das verschmutzte Wasser ist, das ist das verschmutzte Wasser, was in die Stahlschmelze geht. Ja, da will ich eigentlich nicht hier das eh kaum jetzt im Moment was da. Das will ich jetzt eigentlich nicht dezimieren. Ansonsten könnte man hier von der Wasserleitung was herholen. Das wird kühles Wasser. Das muss aber nicht kühl sein. Das ist mir eigentlich wurscht. Weil, das kommt, glaube ich, immer in mit einer bestimmten Temperatur raus, oder? Das steht es hier dabei. Das steht hier, glaube ich, nicht dabei. Man müsste es beobachten, wenn das Tofu dann rausfällt, welche Temperatur das hat. Vielleicht wisst ihr das auch und könnt es mir mal schreiben. Wenn ich Tofu herstelle,
Hat es dann die Temperatur von dem Material, was in das Gerät reingeht? Also wenn es das Wasser 90 Grad hat, dann wird der Tofu-Riegel dann natürlich auch 90 Grad haben. Oder hat es dann 30 Grad oder so? Ich meine, wir werden es rausfinden. Wir werden dann von hier Wasser nehmen wahrscheinlich. Das heißt, ja gut, dann machen wir hier auch eine Brücke hier. Das geht hier ganz automatisch. Oder was heißt ganz praktisch, sag ich mal. Nicht automatisch. Ich laber hier wieder Käse. Das kann ich aber am besten, ne? Ja, bloß ob der Käse schmeckt, das ist eine andere Frage. Oh mein Gott. Mann, oh Mann, Lego, du redst echt wieder hier. Aber wenn ich nichts sagen würde, wäre es ja langweilig, ne? Jetzt müssen wir nochmal schauen. Ja gut, dann müssen wir nerven. Durch den Naturzirkel durchgehen, das, da können wir leider nichts. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja gut, hier wird er normalerweise auch gereinigtes Wasser hochfließen. Da könnten wir auch zapfen, aber momentan ist ja da nichts da. Wir brauchen hier ein bisschen stetigeren Wasserfluss, ne? So, jetzt müssen wir dann hier durch. Wenn wir hier noch eine Brücke einbauen, dann können wir da ohne Brücke durch. Das Wasser hier, ja gut, da könnten wir Brücken oder eigentlich auch eine Brücke setzen. Ich glaube, ich gehe den Weg. Das ist schon albern hier, ne? Dass man da eine Brücke und eine Brücke baut. Aber na gut, ich habe da einen Plan. So, das schneiden wir ab. Das andere leiten wir dann um, wenn wir dann hier die Brücke haben. Ach du Heiliger. Das wollte ich so gar nicht. So komisch gebaut haben hier. So, das heißt, hier geht's lang. Dann hier, das können wir jetzt noch nicht anschließen. Dann geht das Gerät hier. Ich glaube, bis dahin können wir es dann machen hier. Was habe ich denn jetzt? Ah! Shortcuts. Shortcuts sind schön, aber wenn man da aus Versehen drauf kommt, ist es dann nicht mehr schön. So, das dann mal so. Dann wird man den Ziegel hier gleich mal austauschen, beziehungsweise Ziegel ist es ja nicht. Wir machen hier. Ach komm, was soll der Geiz? Wir bekommen ja immer wieder ein bisschen Magmatit aus dem Vulkan zurück. Also von daher mache ich da jetzt nicht lang rum. Ich will halt bloß nicht. Warte mal, normalerweise. Ah ne, da können wir gar nichts falsch machen. Das ist ja der gleiche Pfad hier. Also da will jetzt bloß nicht, dass die irgendwie Schutzanzüge dann hier wieder durcheinander kommen oder so. Deswegen habe ich jetzt eigentlich gerade gewartet und geguckt hier, ob ich hier den Ziegel erst später haben soll oder durchbrechen soll. So, da sind wir fertig hier. Jetzt mittlerweile läuft auch kein Schmutzwasser mehr. Das ist aber hervorragend, jetzt kann ich die Leitung nicht benutzen. Ja, ausgespült ist sie jetzt nicht, aber egal. Ja, die Mikroben, die da eh schon im Matcha drin sind, die machen dann den Kuchen auch nicht mehr fett. So, da brauchen wir hier eine Brücke, das geht nach andersrum. Ja, weil ich habe ja die Dinger abgestellt. Und da kann ich eigentlich sicher sein, dass da keine Keime drin sind hier oben. Wenn da nicht gerade jemand reinstrudelt oder so, aber normalerweise kommt ja kaum jemand vorbei, um das zu tun. Ja, das hätten wir schon eine ganze Weile machen können mit dem Tofu, ne? Aber es ist mir jetzt erst bewusst geworden, wie ich gesagt habe, dass wir da natürlich was geändert haben an den Wasserauslässen. Perfekt. Das ist ja nochmal besser. Ja, jetzt habe ich nicht gerade überlegt, welche Seite ich abtrennen muss.
So, das dann so. Und jetzt brauchen wir diesen Gerät hier. Der Gerät. Bottle Filler. Natürlich aus Edelstahl. Soll ja alles hier Küchengeräte sauber sein. Ja, und dann liefert er hier Wasser, ne? Und da kann dann sich der Typ, kann die Flasche mal rausnehmen und kann das in den Mikrobenmatscher geben. Sowas ähnliches haben wir doch aber, glaube ich, schon im Aufenthaltsraum, oder? Nee, oder wie ist denn das? Nee, da brauchen wir nur die Gaskartusche, genau. Da haben wir es mit dem Gasfiller, genau. Beziehungsweise, das ist ja im Spiel integriert. Da haben wir das Gerät hier, Kanisterabfüller. Wobei, das heißt nur Kanisterfüller. Ja, also im Prinzip ist das das gleiche Gerät, bloß halt dann für Wasser unten, ne? Ja, und das gibt's halt hier vom Spielhaus aus nicht. So, jetzt habe ich natürlich viel geredet, auch über Raketenmissionen das letzte Mal. Wenn die Raketenmissionen zurückkommen, dann haben wir nämlich ein Problem mit der Sortiererei. Da müssen wir mal ganz kurz beim Fördersystem gucken. Ja, da haben wir nämlich keinen Filter drin. Und das könnte ein Problem werden. Und das möchte ich nicht haben. Da brauchen wir noch einen Filterpfad. Ja, aber für beide, für den und für den. Ja gut, das kann dann hier runterfallen, das macht eigentlich nichts. Wie bauen wir das ein? Wir brauchen auch Strom. Na, hier haben wir einen Strom. Da muss ich aber mal gucken, wie viel da auf der Leitung drauf hängt. Warte mal, falsches Overlay. Potenziell, ja nee, da wird es nicht mehr. Alles klar, dann können wir eigentlich da drauf. Ich meine, hier haben wir auch noch, aber da müssen wir jetzt erst wieder hier mordsmäßig Leitungen ziehen. Ja, dann weiß ich schon, wo es hin soll. Transport. Da werde ich den Conveyor-Filter nehmen. Das ist auch eine schöne, verbesserte Version. Ist auch ein Mod. Das ist eine bessere Version wie der Feststofffilter. Der Feststofffilter kann eigentlich immer nur eine bestimmte Sache aussortieren. Und der Rest geht weiter zum Beispiel, ne? Und dieser Conveyor-Filter ist auch ein Mod. Deswegen ist es auch wieder auf Englisch. Und der kann, dem kann ich mehrere Sachen auf einmal einstellen. Das finde ich so praktisch. So, dann müssen wir jetzt mal hergehen. Der hat irgendwo einen Stromanschluss. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, wo der sitzt, auf welcher Seite. Wir brauchen das ja für beide Leitungen. Ja gut, da könnten wir einmal hier einen hinbauen. Dann könnten wir das da oben drauf legen lassen. Und das andere fällt dann einfach nach unten. Ja, das... Nur, dass wir da keine ausgasenden Stoffe ins Lager bekommen. Darum geht mir es eigentlich. So. Ah, mittig hat er den Stromanschluss. Okay. Ja, dann machen wir jetzt einfach hier ganz kurz Stromleitung hin. Na. Was wird da umgebaut? Das Kabel ist aus Blei. Ja gut, ist egal. Das tauschen wir aus, meinetwegen. So, jetzt brauchen wir hier noch ein Stück Schiene. Förderschiene. Einmal nach da. Einmal nach da. Ich habe mir erst überlegt, ob ich es da weiter unten hinbaue. Dahin zum Beispiel. Und dann hier einfach die Schiene so. Aber das kann ich ja nicht. Ich hätte die zwei dann verbunden hier. Apropos. Da muss ich jetzt auch noch hergehen. Also, ich hätte es jetzt so, ja, weil ich das ja sowieso auftrennen muss. Also, ich hätte die verbinden können. Allerdings, wenn natürlich schon da 10 Kilo drauf sind, dann kann der andere nichts rausgeben. Dann bleibt es stehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann einfach durchläuft bei den Dingern hier. Da weiß ich es nicht ganz genau. Das ist wieder falsch. Ich klicke dann mal auf diesen Prozessor, warum auch immer. Weil ich immer denke, automatische Belieferung und sonstiges hier oder so. So, dann machen wir da zwei Auswürfe hier. Mit Blei. Ah. Ich will das nicht aus Blei bauen. Wenn es geht, aus irgendeinem anderen Material. Aber nicht aus Blei. Aluminium. Hm. Ja, normalerweise baut man das nur aus Erz, aber ich habe eine Mod, die mir auch erlaubt, das aus veredeltem Metall zu bauen. Kobalterz. Ah, wir haben hier... Ach so, das haben wir rübergeschickt. Ach so, ja, stimmt.
Was haben wir nicht verarbeitet, weil wir ja einen Kobalt-Vulkan haben. Da haben wir gesagt, das Erz, das können wir dann als Stangen oder was benutzen hier. Gold, ja, Gold. Wir hätten zwar Erz. Moment mal, warum haben wir eigentlich so viel Wolfram mit auch hier? Mal gucken, dass wir mal wieder bei der Raffinerie Wolfram herstellen. Einfach mal so. Ah, ich nehme jetzt einmal Stahl. Wir haben jetzt so viel mehr Stahl gebaut. Und Stahl bekommen wir ja auch ständig wieder. Wir haben ja Eisenvulkan oder so. Beziehungsweise... Doch, wir bekommen irgendwo Eisen raus, oder? Ich weiß es wirklich gar nicht. Doch, wir haben einen Eisenvulkan. Wir haben einen Eisenvulkan. Von daher ist es eigentlich hier auch abgesichert. Da haben wir den Aluminiumvulkan. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, ne? Dass wir den hier zum Beispiel auf der Hauptkolonie haben. Und den Eisenvulkan. Jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken. Ich habe da wieder... Sonst kacke ich da nicht wieder Blödsinn. Ja, wenn, dann ist er auf einem anderen Planetoiden, aber wir liefern den per Teleporter, glaube ich, das Eisen dann hier rüber, ne? Also von daher ist es auch safe. So, was mir auch noch was einfällt mit dem Teleporter, da müssten wir eigentlich das Erz, das Uranerz rüberschicken nach, wie heißt's? Nach Grossista, dass das von den Bienen umgearbeitet werden kann zu Uran, zu angereichertem Uran. Lass ich nochmal schauen, was ist denn, ist das der hier? Das ist der, genau. Ist da noch was auf der Schiene drauf? Da ist noch irgendwas auf der Schiene. Ach, Sand, glaube ich. Da hat es mal an Sand gefehlt für den Wasserreiniger. Das ist aber kein Problem. So, wir brauchen das Uranerz. Das ist unter Metallerz drin. Dann schicken wir das Uranerz rüber. Das wird einiges sein. Ja, ich müsste mir jetzt hier den Förderschienenzähler auf unendlich einstellen können. Geht aber leider nicht. So artig, dass er eigentlich nur zählt. Ne? Das wäre eigentlich auch praktisch, dass diese Sperre auch nur als Zähler verwendet werden könnte. Ach, der tut jetzt noch den Sand. Den Sand können wir nämlich halt deaktivieren. Halala, das ist nicht sehr schön da, ja. So, ja. Weg mit dem Sand. So. Dann hier wieder Uranerz erstmal reinfüllen. Alles klar. Dann haben wir das nämlich auch abgefrühstückt, das Thema. So, jetzt Sattler, das Material müsste jetzt bei Dings angekommen sein, bei Casino. So, das ist, naja gut, wie erwartet, natürlich verteilt. Hier haben wir zwei. Hier haben wir eine. Na gut, vielleicht, dass man die Plattform dann hier rüber baut. Ich weiß jetzt gerade nicht, was vom Vulkan hier unten drunter ist. Mir wäre es eigentlich nicht so lieb. Oder dass wir es hier hinbauen, die Plattform. Mir wäre es eigentlich am liebsten hier. Aber da haben wir, wie gesagt, nur den einen Dinger hier stehen. So, und dann will ich hier eigentlich schon mal anfangen. Wir müssen hier ein bisschen einebnen, dass wir da hinkommen. Das muss weggegraben werden. Dann hier kommen wir. Da müssen wir dann nur eine Leiter hochbauen. Da können wir ja schon mal vorsehen, dass wir da eine Raketenlandeplattform hinbauen. Das soll bitte aus Stahl. Die wird hier hinkommen, beziehungsweise... hier hin. Lass ich mal ganz kurz was nachgucken. Ah ja, genau, das wegen der Leiter, weil das Triebwerk, wobei, da ist es nicht problematisch, solange wir das Triebwerk nicht austauschen wollen an der Rakete, können wir die Leiter nämlich direkt auf dem Ding hochbauen. Aber das ist normalerweise hier 1, 2, 3, 4, 5 Felder hoch, das Triebwerk. Dann müssten wir hier auch sozusagen 6 hoch und dann erst drüber. So, Casino. Was haben wir hier für Material? Magmatit. Okay, dann müssen wir uns hier halt Magmatit freigraben dann.
das heißt, das müssen wir ja, das... ja, das... da brauchen wir nicht viel eigentlich im Endeffekt. Was habe ich denn hier für ein Grabbefehl gemacht? Ah, vielleicht wollte ich dem Roboter, ob der das graben kann, gucken. So, Basis, Leiter. Die Leiter jetzt aus Magmatit. Dann käme die hier her. Die müssen wir nicht ganz nach unten bauen hier, aber ja gut. 1, 2, 3, 4, 5 und dann 6 hier rüber. Geht's nach oben. Na gut, wir sehen das schon mal vor, aber die ersten Leitern, die gebaut werden sollen, da machen wir mal hier die wichtigsten hier. So, und die anderen sind dann nur noch, ja, so lala, nicht wichtig. So, was wir auch gleich machen, da machen wir dann Lager leeren. Das ist eigentlich eins der wichtigsten Sachen und die Plattform, die soll mit Stufe 9 gebaut werden, auf jeden Fall dann. Das sind jetzt hier... okay. 200. Das ist eine Last. Eine Last. Sind wir bei 400. Der Roboter, der müsste auch aus Stahl sein. Aber ich weiß nicht, wie viel da rauskommt. Den kann man auch zerlegen. Also wir müssen auf jeden Fall Gräber und einen, ja, und einen Bauarbeiter mitnehmen. Oder halt eines in einer Person sozusagen. Das geht ja auch. So, dann haben wir hier nochmal Stahl. Dann sind wir bei 600 aus der Kapsel selber. Ah ja, stimmt. Wir haben ja nur... ja, das ist ja noch... das kann ja noch nicht abgeflogen sein. Da habe ich ja... da gehen ja nur 200. Also beziehungsweise je nachdem, man kann das auch kleiner stellen. Den Stahl würde ich jetzt bitte mal wieder rausschmeißen. Und wir setzen den Zähler wieder zurück. So. Will da nämlich nichts mehr auf der Schiene haben. So. Jetzt ist da trotzdem was passiert, was nicht hätte sein sollen, oder wie? Ne, doch nicht. Ach, Teilchenbitze gelagert. Ich habe da mich verlesen. So, ich guck mal ganz kurz. Das ist jetzt ja abgeflogen hier. Wie lange braucht denn das darüber? Ein halber Zyklus, alles klar. Gut. Dann ist es im großen Sinne schon mal alles gut gebaut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Normalerweise wird es gehen mit einer Person. Man kann die Rakete dann, wenn der runter ist, natürlich telemäßig landen. Aber sonst, das ist auch das Einzige, was automatisch funktioniert. Ne? So, Besatzung ändern. Wer ist denn hier eigentlich eingeteilt? Wer ist hier der Pilot? Rowan? Rowan ist eingeteilt. Rowan, was kann der? Fertigkeiten. Na, Rowan, wo bist du denn? Rowan. Na, du kannst alles. Ach ja, stimmt. Ich musste dich dann auf alles praktisch vorbereiten. Ich meine, gut, das wäre einer. Ja, aber ich möchte ganz gerne noch jemand anders mitnehmen. Warte mal, Quinn, könnte ich noch mal was kurz gucken, da. Was habe ich denn da eingeteilt? Naja, da habe ich wieder nur die Herzen hier eingeteilt. Na gut, da teilen wir mal Stärke noch ein auf jeden Fall. Und dann machen wir den Bau. Graben. Ja, ansonsten... na komm, machen wir dann halt nochmal Landwirtschaft hier rein. So viele Punkte hat er nicht. Was gebe ich ihm dir für einen Hut? Eine gute Frage. Eigentlich müsste ich dem die Farmerhut geben. Oder er einen Bauhut, ne? Was ist mir da wichtiger in der Hinsicht? Eigentlich bauen. Gib mal dem Demolierungshut hier. Weil was heißt demolieren? Eigentlich blöder Ausdruck. Gut, jetzt trotzdem... wen teilen wir noch ein? Rowan kann... ah doch, er kann auch Elektrotechnik, also er könnte auch Schienen bauen.
Gut, graben kann er halt auch, ja. Dann wäre der andere, der mitgeht, eigentlich gar nicht mehr so wichtig, ne? Also, was der kann. Nikola. Nikola ist ein Gräber. Okay. Da komm, wir schicken Nikola mit. Oder Max? Ne, Max schnarcht. Das ist nicht so toll, glaube ich. Warum hat Barney eigentlich nur den Hut hier? Da können wir den doch auch den hier geben, den roten. Wenn man es gelernt hat. Na, was habe ich jetzt gesagt? Wen habe ich jetzt? Nikola, genau. Nikola, du bist dran. So, na, da ist er auch schon. Er kann auch pilotieren, also es ist dann eigentlich im Prinzip egal. Aber Nikola wird nicht runtergehen, weil er nicht bauen kann. Er kann ja nur graben. Das heißt, es wird eben, ja, der andere eben runtergehen. Rowan. Rowan und Nikola dürfen jetzt ernährungsmäßig. Na, der Drucker, der flimmt hier, der ist aber schon lang aktiv. So, hätte auch warten können, wenn es eine Rakete sind, aber ja gut, nehmen wir machen es jetzt so, damit ich es tatsächlich nicht vergesse. Das ist nämlich immer das Problem, ne? Es ist schade, wenn die hier eingeteilt sind. Die sind jetzt zwar nicht in der Rakete, aber es wäre eigentlich auch schön, wenn die hier in der Rakete dann nochmal aufgeführt werden würden. War dann doppelt, aber also Rowan war es, glaube ich, Rakete technisch als Pilot und schade, dass dann neben Kopf dann nicht irgendwie so ein Astronautensymbol dranhängt oder so, wenn der Rakete zugeteilt ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe Ideen, also echt. So, und du, Nikola, hier mit dem Strahlenmetz schauen wir mal. Dann, wenn es notwendig wird, können wir das dann noch kurzfristig entscheiden. Aber ihr dürft Bärenmatsch essen. Wenn wir gucken mal, Bärenmatsch, wie viel haben wir denn davon? Na gut, 4 Millionen. Eigentlich könnte jeder hier in der Kolonie Bärenmatsch essen. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Der ist eigentlich speziell nur für spezielle Sachen hier genehmigt sozusagen. Wenn wir es jetzt mal auf gut Deutsch sagen. So, dann würde ich sagen, wir starten auch schon die Rakete, aber wir müssen auch schon Feierabend machen dann demnächst. Wir checken nochmal. Ziel ist nicht. Ziel ist. Hä? Wieso Ziel habe ich doch festgelegt? Stopp, Moment mal, nicht, dass ich da. Ah doch, ich habe da noch kein Ziel gemacht. Habe ich das mit der festgelegt? Das könnte auch sein, aber nee, nee. Das muss ich nachher nochmal prüfen. Ja, landen kann ich nicht. Ich muss erst in Orbit fliegen. Jetzt gucke ich mal. Orbit ohne Zucker. Haha. ja, es ist eigentlich wurscht. Also der braucht ja nicht mehr. Wenn ich da runterfliege, braucht er mehr. Okay. Dann tät ich mal sagen, der fliegt hier in den Orbit. Tät. Also wir haben 32 Felder, also ist es auch betankt. Jetzt kugelt auch diese Kapsel hier da drin. Das ist so lustig. Der Rover Landedingsphäre-Dingsbums da. Jetzt will ich aber trotzdem nochmal nachchecken. Ah ne, die hat glaube ich kein Ziel hier, ne? Sonst würde die auch so pfitzen hier. Ne, die hat kein Ziel. Die bleibt erstmal daheim. Aber dann wären im Prinzip ja wieder fast alle Raketen unterwegs, ne? Gut, was natürlich jetzt wieder Baukraft hier reduziert auf dem Planeten hier. Planetoiden, das vergesse ich immer. Noch Startsequenz beginnen. Besatzung steigt ein, es gibt keine Probleme. Alles klar. Sehr schön. Gut, freut mich, dass wir da endlich los können. So, jetzt machen wir noch mal ganz kurzen Blick, bevor wir Feierabend machen, hier nach unten. Aha, 44 Mikrogramm bloß noch. Das hat was geholfen hier oben. Ich meine, die Pumpen hier, die sind jetzt im Moment auf Vakuum, aber es ist ja hier noch was da. 22 Mikro, 59 da hinten. Ja, wie gesagt, das ist halt hier im letzten Wipfel, 72 Mikrogramm. Ja. Gut, das ist, aber wir sind auf einem guten Weg. Also hier haben wir jetzt schon Vakuum teilweise. Vakuum, Vakuum, Vakuum. Ah, es geht am Schluss dann, glaube ich, ganz schnell so flop und dann ist Vakuum. So, hier drüben hat es funktioniert mit dem Ganzen so bauen.
Es kann aber auch sein, weil er da auf der Leiter stehen hat können. Ich check das mal ab hier, wenn ich da noch ein Stück Leiter baue. Da muss ich nämlich hier den Bleiziegel nicht abrupfen. So, hier unten können wir auch wieder dicht bauen, dass es hier keine Wärmeprobleme gibt hier. Was mich aber immer so ein bisschen stört, ich will mal ganz kurz checken. Weil da immer so ein Knubbel hier jetzt dran ist. Man kann das ja ein bisschen beeinflussen, also hier sind ja auch solche Böppel dran hier. Was ein bisschen komisch ist, wie als wenn man eine Straße fliegt und dann gibt es solche Böppel, ne? Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Also auf jeden Fall hat es schon mal ein bisschen was geholfen, die Pumpen hier nach unten zu verfrachten ein bisschen hier. Ja, und ich denke, dass wir da halt irgendwann loslegen können. Das heißt, im Prinzip... Also hier haben wir schon ein Vakuum. Traut der Sache noch nicht zurecht. Doch, hier haben wir Vakuum. Weil dann könnte ich eigentlich schon mal anfangen, die Türen hier wieder auf Automatik zu stellen. Noch nicht alle, aber... Eigentlich doch, wir können eigentlich alle auf Automatik stellen. Ich müsste mir eigentlich mal die luftdichten Luftschleusentüren zulegen, der Mod. Das gibt's auch, aber ja, eigentlich ist es Quark, ne? Weil wie soll das luftdicht sein? Wenn die Tür aufgeht, dann ist sie nicht mehr luftdicht. Sie ist nur so lang dicht, wie sie zu ist. Ja, aber es wäre halt schön, ne? Dass zum Beispiel, also es gibt ja Sealed Doors dann sozusagen. Wie das natürlich funktioniert. Ja, da könnte. Also, es könnte ja sein, dass da ein Kraftfeld drin ist. Ne? Dann würde es ja Strom brauchen. Ich habe schon wieder hier meine Idee, ne? Ihr merkt schon. So, ich will es jetzt nochmal checken. Die machen jetzt die Automatik wieder rein. Blip. So, hier haben wir noch Vakuum. Perfekt. Ja. Das wollte ich nämlich erreichen, dass das nämlich da auch ist. Ja, da müssen wir nämlich dann eh mal gucken. Wir müssen eigentlich... Das habe ich ja hier schon gesagt, ne? Ich kriege es ja hier nicht mehr unter, dass wir da so eine Art Gasluftschleuse reinbekommen. Ne, das kriege ich jetzt, weil hier kommt die, hier kommt ja eine Mauer hin. Das ist sowieso ein Fail hier. Beziehungsweise hier kommt eine Tür hin. Ja, ja, doch, aber die Tür, die bleibt eigentlich die meiste Zeit verriegelt. Also da darf keiner durch. Nur wenn ich das denn möchte, wenn das dann sein muss. Da haben wir ja gesagt, da waren wir wahrscheinlich hier eine doppelte Tür. Ja, ich will halt hier keinen Dampf rein. Oder andere Gase wieder reinbekommen. Das soll natürlich nicht passieren. Könnte man vielleicht anders agieren? Ja, das ist auch nicht sicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten eine Gaspumpe reinbaue in das Räumchen, dann habe ich hier die Tür und hier oben die Tür. Da müsste man sozusagen eine manuelle Schleuse bauen, wo man dann sagen, naja, die Tür bleibt so lang zu, bis, aber das geht nicht. Die Duplikanten würden da dann den Befehl nicht bekommen, weil es da nämlich dann keinen Pfad haben. Das ist als großes Problem oftmals auch hier. So, das hat sich jetzt hier auch ergeben. Ups, nein, das wollen wir nicht umbauen. So, dass die eben den Befehl dann nicht kriegen, ne, wenn sie da nicht hinkommen. Ja, wie denn auch, das wäre ja Quark, ne. So, und jetzt, wie gesagt, ja, jetzt ist es doch wieder ein paar Minuten länger geworden. Ich wollte mich ja schon verabschieden, ich wollte hier unten nur gucken. Aber heute haben wir doch wieder einiges geschafft. Eigentlich bin ich ganz zufrieden damit. Tue ich nochmal ganz kurz, ja, ich weiß, hier kurz und da kurz und überall kurz. Warum? Irgendwie hat mich dann Eindruck gerade, dass es dann nicht weniger wird. Naja, wenn nicht, müssen wir es halt dann mal anders hier beseitigen. Gut, Leute, dann tät ich sagen... Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Also wieder einschalten, wenn es euch interessiert. Und ja,
Natürlich dürft ihr gerne Daumen und Likes da lassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen, auf jeden Fall. Das ist kein leeres Geschwätz. Ist einfach so, damit helft ihr mir auf jeden Fall immer weiter. Ich sag tschüss, bis dann, euer Lego.